Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Paul Dey im Steinkohlenbergwerk. Glück auf! Wir stehen am Schacht, auf der hohen Förderbühne, und wo aus Menschen und Pferde, Steine und Holz, Maschinenteile und Futtersäcke und was sonst noch alles in die Grube muss, seinen Abstieg zur Unterwelt beginnt. Ein armdickes Drahtseil hängt in die Finsternis hinein. Es schwankt ein wenig, als ob es schwer zu tragen hätte, und windet sich zitternd nach oben. Ein Ruck, und aus der Tiefe steigt ein hoher Eisenkorb. Mit lautem Gepolter werden 8 beladene Kohlenwagen abgeschoben und 6 leere wieder aufgerollt. Der freie Platz ist für uns. Wir steigen ein und sausen hinab in den unheimlichen Schlund. Wir hängen am Seil, blitzartig zucken die einzelnen Gerüststücke durch unser Gesichtsfeld nach oben. Die Fahrt steht. Noch ein leises Wippen und wir sind unten. 500 Meter unter Tag. In der Nähe des Schachtes wird keine Kohle abgebaut, darum laufen nach allen Richtungen hin mannshohe Stollen. Mir macht das Wandern hier einige Mühe. Mit meinen Füßen trete ich in die Finsternis hinein, in Wasser, Staub und Morast. Links streicht mein Arm die feuchte Wand, rechts begleitet uns ein langsam laufendes Drahtseil, das 2 Reihen leerer und voller Kohlenwagen hin und her mit sich nimmt. Elektrische Kabel, so dick wie mein Arm, und eine zischende Wasserleitung hängen an der Decke. Daneben läuft ein Blechrohr, so weit, dass fast ein Mann hindurchkriechen kann. Es macht ein Geräusch, als ob ein starker Luftzug hindurchbliese.